offensichtlich sind wir in der Nähe der Grenze, der Staatsgrenze auf Ungarn. Vor uns ein Lader. Schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen, so ein Auto. Dass es den noch gibt. Wein, Wein, Wein. Wohin man schaut, so weit das Auge reicht. Horizon. Na, sind wir schon da. Achtung. Ab. Bitte in 700 Metern rechts abbiegen. Dann haben Sie das Ziel erreicht. Ach, da sind wir schon in der Kirchengassen. Ich glaube, da ist der Weinbauer. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das Ziel liegt rechts. Die Etiketten. Ja, der ja. Tobias ist jetzt der Sohn, oder? Das ist unser Bub. Das ist eine eigene Etiketten für einen eigenen Wein. Ja, mit 9.9. Geburtsdatum ist auch die Prüfnummer. Ach da so. Ist er geboren. Ach und so, ich glaube, am 13. oder 14. haben wir dann diesen Tropfen geerntet. Und deswegen sein Wein, sein Etikett. Und wie lange ist das jetzt her? Ich habe jetzt 2,5 gewesen. Okay, das ja. Heißt, der hat noch alles, das ist noch nicht allzu lang her, und er hat noch alles, die ganze Familientradition vor sich. Ja, eigentlich schon. Ja. Also kostbare Weine zu leistbaren Preisen, und das ist einfach das Entscheidende. Und Sie, Frau Wesseli, haben mir gerade zuerst gesagt, Sie liefern bis nach Deutschland. Ja, Hamburg mit Spedition, München mit Spedition. Das sind so Sammelbestellungen, die aufgrund dessen kosten sie auch nicht allzu viel, diese Zustellungen. Geht ab 6 Flaschen, manche haben da 200-300 Flaschen. Und das sind oft so Nachbarn, der trinkt den Wein und sagt, oh, wo habt ihr den guten Wein her? Mhm. Ja, und dann geben die Leute eben eine Sammelbestellung auf. Toll. So funktioniert das. Aber wir sind in keinem Supermarkt vertreten, bewusst nicht. Mhm. Also wir haben es ganz gern, wenn die Leute zu uns kommen, kosten können, sehen, wie wir eigentlich unser Weinbaubetrieb führen. Wir haben Weingartenführungen, gemütlich alles, Fasselprobenkosten. Ich habe heute die Leute, die kriegen bei mir Brettljause. Die Verkostung kostet bei uns bitte nichts. Die Leute sollen kommen, sich wohlfühlen. Und ob jemand eine Flasche kauft oder 200 Flaschen, die Wertigkeit ist immer die gleiche. Das muss er dazu sagen. Und das ist eine Einstellung. Das ist aber auch Lebenserfahrung. Das ist unsere Unternehmensphilosophie. Ja. Mhm. Ich habe auch dieses Jahr bewusst versucht, unseren alten Hof mit Weinstöcken zu dekorieren. Man sieht es auch, immer wieder die Natur hervorzubringen. Ich bin so ein Blumenfan. Also das ist einfach alles, was irgendwo in ein Bauernhaus passt. Mhm. Diese alten Stöcke, dort liegt einfach Zeit drinnen, viel Zeit. Ja, das hat Geschichte. Tradition verpflichtet. Ja. Ich war voriges Jahr die einzige Dame, also das einzige Weingut, das auf ein E-Mail geantwortet hat, für eine Dame aus Wien. Die wollte ein Geburtstagsgeschenk, wollte sie an liebe Freunde, an ein Pärchen eben verschenken als Überraschung. Wir sind dann dort zu fünf gesessen, wir haben eine Weingartenführung gemacht, am Blaufränkisch Weg. Fasselproben und dann haben wir uns gemütlich hergesetzt und haben eine schöne Bauernbrelljause gehabt, so wie die Dame das wollte, mit Zwiebelschmalzbrot und mit Käse. Und diese Dame kommt ab und zu noch vorbei und natürlich ja, kauft sie halt da bei euch jetzt die Weine. Sie hat noch nie von uns gehört. ist das super? Und hat gesagt, es war ihr großes Glück, dass ich ihr geantwortet habe, weil es war wunderschön an diesem Tag. Auch mit unserem Obst habe ich letztes Jahr begonnen, mich direkt zu vermarkten. Wir haben das Pech gehabt letztes Jahr, tolle Ernte. Wir haben um die 700 Zwetschgenbäume, zusätzlich dann Kirschenbäume, Marillen,
Weingarten, Pfirsiche, aber niemand wollte unser schönes, gutes, großes Obst. Und dann war mein Mann eigentlich nach 30 Jahren Obstanbau extrem traurig. Ich habe zwei Tage versucht, im Internet zu recherchieren, von Wien rein, Niederösterreich, südlich bis rein Salzburg, Steiermark. Alle Händler, die ich kontaktiert habe im Obstverkauf, haben gesagt, was wollen Sie? Das Obst kommt aus Rumänien, Polen, Bulgarien. Niemand wollte unser Obst. Es war letztlich unmöglich, es zu verkaufen. Nein. Aufgrund dessen, weil das Ausland, also die Benachbarten... Billigst, ja. Ich hätte 10 Cent für ein Kilo Zwetschgen gekriegt und ich glaube 15 Cent für ein Kilo Kirschen. Obwohl bis jetzt unsere Kirschen in Wien auf die Märkte, aber die Händler, die von uns bezogen haben, 8,99 Zoll aufs Kilo. Und da müssen wir noch zum Händler zustellen. Und ein Kilo Kirschen pflücken mit einem Stängel ist eine enorme Arbeit. Wir müssen die Arbeiter zahlen, wir können es nicht mehr. Das heißt, Sie haben dann aufgrund dieser Erfahrung aber dann entschlossen, es aufzugeben, den Obstanbau? Mein Mann war sehr traurig, verzweifelt und hat gesagt, so, und jetzt gehe ich hinter, wirklich mit drinnen. Ich hole die Husqvarna, ich starte und ich schneide jetzt wirklich alle Bäume um. Nach 30 Jahren ist Ende. Und ich habe gesagt, das wirst du nicht machen. Wir werden unser Haus da aufsperren. Und wenn man von uns rausguckt, unser Tor, wir haben eine, auch speziell unter der Woche, eine ganz stark befahrene Straße, wo viele Leute hin und her pendeln in die Arbeit oder egal von wo. Sein Bruder hat einen Zimmereibetrieb da und ich habe dann gesagt, gib ein paar Brillen her, wir machen ein paar schnelle Stirn. Binnen 2 Stunden war ein kleiner Marktstand gemacht. Ja, die Schwägerin hat ein paar so grüne Sonnenschirme gehabt, ich. Draußen aufgebaut, es ist ja die Wiese und die Auffahrt Privatgrund bis zum Tor. Herinnen in der Einfahrt habe ich mit ein paar leere Kisteln und einer Schalltoffel und der Oma ihrer uralten Waage mit ganz so Gewicht dann mit einem halben Kilo, 1 Kilo, 2 Kilo, 3 Kilo, 5 Kilo, ganz alte Gewichter, habe ich aufgebaut und verkauft. Diese Stempelgewichter von früher, was ja, man gehabt hat. So eine alte, Wagen. Schöne Waage. Ja. Und ich habe nicht einmal einen Aufbau gehabt. Es sind die ersten Leute gekommen, was mich gefreut hat, auch aus der Ortschaft und aus der Umgebung. Es hat sich herumgesprochen. Es war alles dreimal täglich frisch gepflückt. Und die Leute durften kosten, mag ich eher die Zwetschgen weicher, bisschen härter noch, je nachdem, wie man das weiterverarbeitet. Und siehe da, manche Leute haben 300 Kilo gekauft. Mariazell, Oberösterreich, Kärnten, auf Deutschland sogar. Ich habe teilweise sogar im nördlichen, wo ich her bin, im nördlichen Burgenland, Restaurants beliefert mit meiner Ware. Also nur so können wir überleben als Bauern. Es geht nur mal die Direktvermarktung. Und das Problem ist, auch wenn wir nur mal 10 Cent kriegen, der Endverbraucher im Geschäft kriegt es trotzdem nicht billiger. Und das sehe ich einfach nicht mehr ein. Es lehnt nur mal der Zwischenhandel im Prinzip. Und ja, und das war die richtige Entscheidung. Muss ich echt sagen. Ja. Mit dieser Grundphilosophie. Ja, weil wir müssen davon leben. Und es ist einfach so. Es gibt nichts Besseres. Die Leute haben gewusst, von wo das Obst her ist, was sie essen. Und ich glaube, den Weg sollten mehr Bauern in Zukunft gehen. Hat jeder eine Chance, dass er wenigstens für sein Produkt so viel kriegt, dass er sagt, okay, ich habe mehr davon denn je, aber auch der Endverbraucher so frisch und vor allem ab Hofpreise. Ja, und vor allem, er kann das machen, was er grundsätzlich auch gern gemacht hat. Ja. Ein Bauer zu sein. Ja, ja. Wenn er es nicht mitmacht, dann will er irgendwann einmal einen anderen Job brauchen. Genau, ja. Und ich habe von Vormittag bis am Abend geöffnet, die Leute können kommen, frisch gepresst, direkt aus der Presse für die Kinder den Traubensaft, direkt aus der Traube und auch den Sturm, süßer Sturm, herberer Sturm mitzunehmen, literweise, dopplerweise, wie auch immer. Und das schätzen die Leute sehr. Das glaube ich auch. Ich habe eine riesige Nachfrage und da muss ich sagen, muss man auch wieder die Bauern, die Weinbauern sagen, denkt es wieder nach, gehen wir wieder mal einen Schritt zurück, nicht nur für den Supermarkt, sondern auch die Direktvermarktung wieder mehr ansprechen. Super, Frau Wessele. Ja, danke. Ich glaube, unsere Community wird das schätzen und kommt vorbei, kommt ins Burgenland. Ihr werdet hier herzlich willkommen. Freundliche Leute, Profis mit guten Produkten. Was willst du mehr? Und
was trinken Sie am liebsten von Ihren Produkten? Was ist so Ihr Lieblingswein? Natürlich mein Tobiaswein, ist ganz klar. Das ist ein leichter, fruchtiger, sommerlicher Rotwein mit 11% Alkohol. Ach, da liegt da drin, der Tobias. Oder, wie gesagt, natürlich mein eigenen Wein für mich kreiert, etwas Spezielles, den Cuvée Elli. Das ist mit einem Drittel Rösler, haben auch nur wir eine eigene Rebsorte mit St. Laurent und Pinot Noir. Und diesen Wein gibt es in keiner zweiten Konstellation in ganz Österreich mehr. Das haben nur wirklich wir. Ganzen Erfahrungen kommen halt diesem Winzerbetrieb jetzt in der Familie schon sehr zugute, oder? Schon. Weil Sie wissen, aufgrund dieser Geschichten, was wir jetzt gerade erzählt haben, wie man mit Leid umgeht, wie man was auf die Reihe kriegt, damit es funktionieren kann. Und Sie haben die Liebe dazu. Die Liebe dazu und den Mut, es auch zu machen. Ja. Weil viele haben ja viele Ideen, aber sie scheißen sich von der Realität vielleicht an. Vor 2 Jahren, wie ich angefangen habe mit meiner kleinen Sturmtafel, hat jeder gemeint, was tut er jetzt da wieder? Ich habe einfach meine handbeschriebenen Tafeln draußen, die kosten nicht viel Geld, weil alles, was ich zu viel investiere, muss ich ja wieder wo reinkriegen. Beste Werbung ist Mundpropaganda und solche Tafeln. Also ich denke, das hat mehr Sinn. Also ich gebe das Geld in großartige Prospekte aus, die dann letztendlich wieder weggeworfen werden. Und das kostet enorm viel Geld. So klar ist die Welt. Schickt mich der Papa vom tiefsten Niederösterreich ins Burgenland, um einfach einen Wein zu holen. Wird man da herzlich empfangen, von der Chefin persönlich bedient. Die zeigt dann gleich alle Möglichkeiten, alles, was man da konsumieren kann. Ich finde das super und ich glaube, unsere YouTube-Gemeinde auch in diesem Sinne. Bis bald. Ja, tschüss. Lasst euch das gut schmecken dann.